Liebe Zuschauer, bei mir hier auf der Couch sitzt eine der außergewöhnlichsten Frauen, die ich in diesem Zusammenhang kennengelernt habe. Rima Saifuddinova, eine vielfach ausgezeichnete Heilerin, die bereits in der 18. Generation ihre Aufgabe wahrnimmt. Ich möchte Sie einmal fragen, heilen. Ist Heilen nicht etwas, was der Mensch selbst kann? Und warum tut er es nicht? Он говорит, у меня такой вопрос, он сначала про вас сказал. Говорит, вот лечение, самолечение, самовыздоровление. Каждый человек уже может это себе сделать. Почему многие этого не делают? Потому что не знают, как это надо делать. Поэтому надо людей научить этому. Я вот этим занимаюсь, обучаю. Все, что сама знаю, тому обучаю людей. Er sagt ganz einfach, weil wie man heilt, ist es wichtig. Viele Menschen wissen gar nicht, wie man es anwendet, wie man heilt. Und genau das ist es für sie. Sie bringt alles aus ihrer eigenen Erfahrungen weiter. Alles, was sie selbst erarbeitet und erfahren hat, das bringt sie den Menschen weiter. Wie heilst du einen Menschen? Если вот взять, например, как ты работаешь с людьми, вот приходит пациент, как ты работаешь? Приходит пациент, я спрашиваю, что у него болит, потом сама просматриваю, как, что вижу, все. Потом начинаю его делать коррекцию, биоэнергетическую коррекцию организма человека. Вообще в целительстве нет слова «лечение», а есть слово «коррекция». И когда делаешь коррекцию, обязательно надо проводить коррекцию всего организма человека, иначе пользы не будет. Ganz einfach. Wenn zu mir jemand kommt und eine Heilung erfahren möchte, als erste frage ich natürlich, was derjenige hat. Aber ich gucke selber, also ich diagnostiziere nochmal selber. Und ich muss ehrlich sagen, in unserer Branche gibt es so ein Wort wie heilen eigentlich gar nicht. Es gibt nur Korrekturen. Korrektieren heißt es ja. Und das ist genau das, was ich mache. Ich gucke. Es ist wichtig, egal womit man arbeitet, dass man überall durchguckt, dass diese Korrekturen an ganzem Körper, an der ganzen Struktur stattfindet. Bei vielen Menschen ist eine gewisse Skepsis da, weil sie durch die westlichen Medien und unsere Erziehung komplett weggekommen sind von der Natur und eigentlich nur Chemie und Maschinenmedizin vertrauen. Warum hat sich das in Russland anders entwickelt wie bei uns? Он говорит, вопрос такой, из-за того, что у нас на Востоке много по-другому развилось, и мы ушли к современной медицине, там, к машинам и ко всему, какой феномен, что в России это все сохранилось и опять возрождается? Почему вот так вот? Как в России, так и на Западе все целители и прошли очень тяжелый путь. И, ну, была реквизиция, убивали и сжигали и так далее. Но в деревнях это сохранилось. И, ну, вкратце, вернее, спрятавшись, работали. И все это сохранилось. И при том все это передавалось из поколения в поколение. И я в нескольких поколениях целитель. Мои бабушки передавали свои знания. И я эти знания передаю людям. Ich möchte dazu sagen, es spielt keine Rolle, ob das der Westen oder der Osten. Es gab nur schwierige Zeiten, es gab Inquisitionen, es gab einen Scheiterhaufen, man hat verbrannt, man hat umgebracht. Und das sind einfach die Sachen, da ist der Land ein bisschen größer, man hat es eher auf den Dörfern gemacht, besser gesagt, man hat sich fast versteckt, ja, und deswegen hat sich das überlegt. In meinem Fall ist es ja so, dass ich ja schon seit mehreren Generationen bei uns in der Familie gemacht ist. Beide Omas haben es an mich, die das Wissen weitergegeben, was ich wiederum dann auch vervollständigt habe und weitergetragen habe. Вот людей не надо лечить, надо научить управлять своим здоровьем. Это даст больше пользы. И мои многие ученики стали сами целителями и помогают другим людям. Ich möchte ganz wichtig, was für mich wichtig ist, ich möchte etwas ergänzen. Es ist
Man soll nicht die Menschen heilen. Man soll den Menschen beibringen, wie sie sich selbst heilen, wie sie ihr Körper selbst regulieren und kontrollieren. Und genau das habe ich meinen Schülern beigebracht, dass sie es zwar heilen können, aber weiter den anderen beibringen, wie die Menschen sich selbst heilen, regulieren und kontrollieren. И сейчас я никогда никаких объявлений ни в газете, ни в журнале, ни в радио не даю. Ко мне люди идут из уста в уста. Und bei mir ist es so, ich mache gar keine Anzeigen in der Zeitung oder im Radio oder im Fernseher. Ich habe Kunden, aber es sind Mundpropaganda. Also so erzählen sie sich gegenseitig und dann kommen sie. So ist das bei mir. Das heißt, sie wird empfohlen von einem Patienten zum anderen, der durch sie Heilung erfahren konnte und wahrscheinlich ein neues Selbstverständnis. Он говорит, это значит, получается так, вас дальше вас советуют другим людям, потому что люди, хороший опыт с вами, они, новое понимание у них становится, и поэтому они говорят дальше. Ну, они получили облегчение, вылечились и стали чувствовать себя хорошо, и поэтому они советуют. То есть, когда уже из уста в уста говорят, сарафанное радио у нас хорошо работает, только так передают. Sie sagte, ja, ganz genau, sie haben die Erleichterung erfahren und das ist auch ganz wichtig. Und sie erzählen das den anderen und bei uns nennt man das also dieses Dorftelefon, ja, das ist das Beste, sagt sie. Die Mundpropaganda ist das Beste, das wird weitergetragen. Die Empfehlung ist das Beste. Genau. Jetzt habe ich erfahren, aber meine Frau fragt man normalerweise nicht, dass sie bereits 80 Jahre alt ist und somit eine unglaubliche Erfahrung hat in ihrem Tun. In diesen Jahren, wo sie jetzt gearbeitet hat, hat sie festgestellt, dass sich die Menschen weiterentwickeln und Verständnis aufbringen, was sie tut und wie sie es tut? Und говорит, конечно. Я быстро скажу, женщина про это не спрашивает, но он узнал, что вам 80 лет. И это значит очень большое время праксиса. У него такой вопрос. Вот за это большое время праксиса вы можете сказать, что вот люди сейчас в настоящее время, ну как, серьезно подходят, с серьезной стороны подходят, ну вот к вот этому, к своему здоровью, да, к вот этим техникам. Есть такая тенденция? Сейчас... больше стали понимать и воспринимать целителей, чем врачей даже. Потому что врач лечит болезнь, а целитель лечит следствие, причину. И когда причину излечили, причину сняли, они получили облегчение, и потом больше доверия идет к целителю. Also der Trend ist folgender. Man vertraut heutzutage mehr den Heiler als den Mediziner, weil die Mediziner meistens, die arbeiten nur mit Symptomen, die nehmen den Schmerz weg und ein Heiler arbeitet mehr mit der Ursache. Und wenn die Ursache gefunden und behoben worden ist, desto schneller setzt sich auch der Selbstheilungsprozess. Also der Trend geht zu Heiler, zur alternative Medizin definitiv. У меня много вылеченных от лейкоза, родивших, которые бездетные были, много лет не могли рожать. Ни один садик уже можно открыть от моего воздействия. Искривление позвоночника, межпозвоночную грыжу, язвы я могу вылечить за один сеанс. Так что люди знают, куда идут. Sie sagte eigentlich, wenn die Leute bei mir kommen, wissen sie, wohin sie gehen und was sie wollen. Zu ihren Spezialitäten gehören Unfruchtbarkeit. Sie sagte, konnte man schon einige Kindergärten aufmachen, womit sie viel praktiziert hat, dass die Menschen Kinder bekommen. Dann auch eine gewisse Leukämie-Geschichten oder schwere traumatische Rückengeschichten, Skoliose. Das sind so die Dinge, auf die sie sich spezialisiert hat und da, wo sie praktisch, also das ist so. Wenn Sie jetzt in Ihrem hohen Alter, und ich muss ihr ein Kompliment machen, wie gut sie noch aussieht für 80 Jahre. Kompliment, was du bist, так хорошо выглядите, 80 лет. Kompliment, говорю. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, was sie gerne hätte, was sich auf der Welt verändern sollte, was würde sie sich wünschen? Она говорит, если, например, у вас появился бы такой шанс, чтобы у вас дают желание. Какое бы было у вас желание, вы же уже все равно много повидали в жизни, что бы вы пожелали? Всем людям я бы пожелала, чтобы они никогда не старели,
и никогда не забывали, что надо всегда над собой работать, учиться надо, восстанавливать свое здоровье и, конечно, помогать людям. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Also als Erste natürlich wünsche ich allen Gesundheit. Ich wünsche allen, dass der Alterungsprozess zum Stehen kommt, damit sie selbst an sich arbeiten und das Wissen einsetzen und natürlich, dass sie wissen, was sie wollen. Ja, also allen Menschen der Welt wünscht sie Glück, Gesundheit und keine Alterung. Stareть некогда. Und genau, sie sagt, sie hat einen guten Spruch, hat sie auch vorhin zu mir gesagt. Sie hat keine Zeit, um alt zu werden. Sie muss noch so viel tun. Das passiert. Die Zuschauer sind jetzt bestimmt ganz begierig darauf zu erfahren, wenn sie nicht zu diesem Kongress kommen können, der morgen stattfindet, wo kann man Rima erleben, wo kann man von ihr lernen und bildet sie auch Menschen aus, die ihr Wissen erfahren wollen? Rima, если вы не находитесь на этом на этом мероприятии, на котором сегодня, где можно вас в Германии встретить, где можно в Германии у вас взять курсы или на ваши сеансы прийти, или у вас чего-то в Германии научиться. Вы с Арантией вместе работаете? Есть кооперация? С Еленой, есть у вас же кооперация? Или будет? Не знаю, будет или нет. Пока раскручивается. Да. Я в Германии проводила здесь уже курсы, и мои ученики, обучающиеся в Германии, сказали, что мы получили столько знаний, которых никогда не получали. Это от родных передается только родным. И сейчас мы можем работать, и как надо работать, мы уже знаем. И если надо, я могу хоть в Швейцарию, хоть в Англию, хоть в Америку поехать. У меня сил хватит, везде могу проводить курсы, если есть люди. Also als Erste, momentan ist es ja so alles frisch. Sie war schon mal in Deutschland und hat schon mal Seminare und Ausbildungen gemacht und sie sind alle froh. Aber sie sagt folgendermaßen, wenn der Wunsch da ist, dann gesundheitlich bin ich fit. Ich komme nach England, ich komme in die Schweiz, ich komme in die Österreich. Wenn ich gebraucht werde, werde ich gerufen und da komme ich hin. Können wir Sie kontaktieren über das Orania-Zentrum? Мы могли бы с вами связаться через Orania-Zentrum. Я вам дам свою визитку свою дам, если это вас интересует. Wenn es euch interessiert, ja, und wir können auch die Daten untereinander austauschen. И в Швейцарии есть у меня ученица училась. Он про это не спрашивает, он как рекламу делает для Арании. Was wollte sie sagen? Sie sagt, auch in der Schweiz gibt sie ihre eigene Schülerin. Also da, wo sie wohnen, gibt es auch. Wenn sie interessiert sind, gebe ich ihnen den Namen, sagt er. Gerne, gerne. Хорошо, дадите. Würden wir gerne unserem Publikum bekannt geben, denn auch immer mehr Menschen in der Schweiz sehen, dass diese Methoden oft eine viel längere und vor allen Dingen die Ursache in den Griff kriegende Folge haben, als das, was wir leider im Westen als Medizin so kennen. Он говорит, конечно, для нас это очень интересно, и если имя есть, можете тоже дать, чтобы нашему публике дали, потому что то, что вы приносите, и вот эта вся альтернативная медицина, она больше людям дает, чем нормальная школьная медицина. Официальная, да. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Und ich wünsche ihr noch weitere 80 Jahre ihre tolle Arbeit fortzusetzen. Sehen Sie, genau aus diesem Grund habe ich keine Zeit zum Altern. Sagt. Надо передать, научить людей, чтобы все были здоровы. Желаю вам здоровья и удачи. Спасибо. Mein Ziel ist es, dass ich alles, was ich kenne, an die Menschen weitergebe. Und auch Ihnen wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel Gesundheit. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Liebe Zuschauer, eine weitere Koryphäe, Dinge zu tun, die wir so nicht kennen, die uns nirgends beigebracht wurden und die wir auch in der Schule nicht lernen. Wir müssen anfangen, aus unserem Herzen zu entscheiden und die Menschen, die uns helfen und Heilung bringen können, anzunehmen und vielleicht unsere Geisteshaltung etwas neu zu orientieren.